Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. In diesem Video möchte ich Ihnen ein Instrument vorstellen, das Bandoneon. Mein Name ist Professor Dr. Jörg Bleimel. Zur Einführung macht es natürlich Sinn, ein Instrument vorzustellen, indem man es hört. Und da wir uns hier auf YouTube befinden, will ich das natürlich machen, indem ich Ihnen YouTube-Videos empfehle, die Sie sich gleich zu Beginn jetzt hier anhören sollen. Ich bitte Sie dazu, sich einen Kopfhörer anzuziehen. Es macht wenig Sinn, das Ganze über die kleinen Lautsprecher eines Notebooks zum Beispiel sich anzuhören, oder Sie haben eine entsprechende Anlage dran, dann macht es natürlich auch Sinn. Aber Kopfhörer sind sozusagen die beste Möglichkeit, sich den Klang zu verinnerlichen. Und die Links zu diesen Videos finden Sie hier unten drunter nochmal eingetragen, sodass Sie diese direkt öffnen können. Am besten natürlich dieses Video anhalten, den Link anklicken, sodass er in einem neuen Tab öffnet. Dann bleiben Sie sozusagen an der Stelle dann wieder da. Das, was ich Ihnen als erstes empfehlen möchte, ist ein, ja, Bandoneon, ein Bandoneon-Spieler, der mittlerweile 80-jährige Rodolfo Medeiros aus Argentinien, ein typischer Tango-Spieler, ein Meister seines Fachs. Und das ist ein relativ langes Video. Ist eine argentinische Sendung, in der Musiker vorgestellt werden, hat aber eine erstklassige Klangqualität und auch Videoqualität. Und der Link springt also mitten rein hier, irgendwo bei Minute 3 oder sowas. Und es wird das Lied Sur gespielt. Es ist ein relativ, ja, melancholisches Lied. Viele der argentinischen Tangos sind melancholisch, haben einen sehr melancholischen Hintergrund, und der Klang dieses Instrumentes ist dafür sehr, sehr gut geeignet. Hören Sie sich das mal in aller Ruhe an und dann kommen Sie wieder hierher zurück und wir gehen ein Lied weiter. So, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Wir werden also jetzt mal weiter gucken. Das Bandoneon ist eigentlich eine urdeutsche Erfindung, da werden wir noch drauf hinkommen, und wurde auch sehr, früher sehr, sehr viel gespielt. Auch das werden wir noch hören. Es kommt auch hier aus unserer Gegend, hat aber überlebt letztendlich im Tango Argentino. Und hier nochmal ein Einsatz mehrerer Bandoneons in einem typischen Tango-Orchester, auch hier Rodolfo Medeiros. Und das Typische an so einem Tango und an diesem Tango-Orchester ist, dass es keine Rhythmusgruppe gibt. Es gibt kein Schlagzeug, es gibt, wie Sie hier auf dem Bild schon sehen, Streicher, ja, es gibt ein Klavier und dann gibt es Bandoneon, es gibt noch eine E-Gitarre. Und dann gibt es Bandoneon, und die Aufgabe des Bandoneons ist es unter anderem, sozusagen für den Rhythmus zu sorgen in diesen Stücken. Hören Sie mal rein und dann kommen Sie wieder zurück. Das nächste Beispiel zeigt Ihnen die Klangmöglichkeiten, die dieses Instrument bietet. Das Instrument hat tatsächlich einen Tonumfang wie ein Klavier, lauter Einzeltöne wie ein Klavier, vollchromatisch wie ein Klavier. Und Sie können damit tatsächlich auch Bach-Stücke spielen, die ja vom Tonumfang doch recht anspruchsvoll sind. Hören Sie mal rein.
hier nochmal ein schönes Stück, das auch dieser Melancholie vermittelt, die man mit diesem Instrument sehr, sehr gut ausdrücken kann. Und es ist auch ein Instrument, was es sehr leicht ermöglicht, nuanciert die Töne zu verändern. Eigentlich kommt das Instrument, wie schon angedeutet, ja aus unserer Ecke und war eigentlich auch ein Volksinstrument mit ganz viel Vereinstätigkeit. Das Erstaunliche ist, es gibt heute kaum noch Vereine, in denen das Bandoneon gespielt wird. Es gibt aber in Brasilien eine Ecke, weiß nicht, ob Sie das wissen, Pomerode, wo deutsche Auswanderer vor Jahren eben dahingezogen sind und die heute noch eine, ja, zum Teil deutschere Kultur haben als wir, was immer man darunter verstehen will. Also die haben sehr viel von diesem damaligen Kultur Begriff mitgenommen und da gibt es eben auch noch Bandoneon-Vereine und es gibt jedes Jahr ein Bandoneon-Fest in Pomerode und hier mal ein Video. So müssen Sie sich im Prinzip vorstellen, dass das Bandoneon bei uns gespielt wurde. Wie gesagt, wir kommen später noch ein bisschen auf die geschichtlichen Hintergründe zurück. Hören Sie mal rein. Versuchen Sie durchzuhalten. Ja, und ein ganz wichtiger Verein in den heutigen Zeiten ist der Bandoneon-Verein Karlsfeld. Karlsfeld ist die Geburtsstätte der meisten Bandoneons. Da wurde es mehr oder weniger auch entwickelt. Und da waren die großen Firmen ansässig. Und Robert Wallschläger, das ist der Spieler hier, baut auch heute wieder Bandoneons und hat auch mitgeholfen, diesen Bandoneon-Verein wieder zu gründen, damit also in der Heimatstadt des Bandoneons das nicht verloren geht. Auch hier können Sie mal reinhören. So, nachdem Sie jetzt hoffentlich ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen haben, was wie so ein Bandoneon klingt, welche Möglichkeiten es bietet. Das ist wie mit vielen Instrumenten. Man kann auf einem Instrument unterschiedlichste Musik machen und das Bandoneon hat einen großen Tonumfang und hat eine sehr große Dynamik. Man kann unheimlich viel modulieren und daher eignet es sich eigentlich auch für viele Arten von Musik. Jetzt wollen wir uns das Instrument mal etwas näher anschauen. Das Bandoneon, viele Leute, die das sehen, sagen, es ist ein Akkordeon. Ja, weil es hat gewisse Ähnlichkeiten zu einem Akkordeon. Hier haben wir mal ein Piano-Akkordeon nebendran. Es hat aber auch wesentliche Unterschiede. Die ersten Unterschiede, die man sieht, ist, es hat Knöpfe auf beiden Seiten, während es Piano-Akkordeon hat hier Piano-Tasten. Okay, es gibt auch Akkordeons mit hier Knöpfen und hier die Bassanordnung. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass beim Akkordeon auf der Bassseite auf den Knöpfen zum Teil Akkorde hinterlegt sind. Also keine Einzeltöne, sondern schon vordefinierte Akkorde. Dur-Akkord, Moll-Akkord, Dominant-Sept-Akkord. Und das ist beim Bandoneon nicht der Fall. Beim Bandoneon hat man tatsächlich Einzeltöne auf beiden Seiten. Das heißt, man hat im Prinzip wie beim Klavier Tasten und man muss sich seine Akkorde selber zusammenbauen. Ein wichtiger Aspekt auch beim Bandoneon ist, dass diese an der Seite angeordnet sind. Hier sind sie irgendwie nach vorne angeordnet. Eigentlich ist das Bandoneon eher verwandt mit der kleinen Konzertina, die Sie vielleicht kennen von den Clowns oder wo immer man so etwas einsetzt. Ja, schauen wir uns das Innenleben mal an. Wenn man also so ein Bandoneon auseinanderbaut,
dann besteht das im Wesentlichen aus diesen fünf groben Einzelteilen. Eine nähere Beschreibung gibt es dazu auf dieser Webseite, die hier verlinkt ist. Auch da finden Sie nachher den Link wieder unten. Und jetzt muss ich hier kurz rausgehen und mal hierher gehen. Das ist also diese Webseite, wo der Aufbau des Bandoneons etwas näher beschrieben ist. Ihnen fällt vielleicht auf, dass die Schreibweise immer mal sich ändert. Das Bandoneon oder das Bandoneon, so wie beim Akkordeon. Das liegt daran, die Originalbezeichnung im Deutschen war Bandoneon. Die Argentinier, die das Instrument lieben gelernt haben, die haben es Bandoneon genannt, sogar mit einem Akzent auf dem O. Teilweise gibt es auch noch den Begriff Bandoneum. Ich wechsle es eigentlich relativ bewusst immer mal wieder, damit diese beiden Begriffe Ion und Eon hier verwendet werden. Also was haben wir? Wir haben links einen Bassbereich, rechts haben wir einen Diskantbereich, also Bassbereich für die tiefen Töne, der Diskantbereich für die hohen Töne und dazwischen haben wir den Balg. Der Balg sorgt dafür, dass der Wind erzeugt wird und mit dem Balg kann man dann eben auch durch entsprechend starkes Drücken oder nicht so starkes Drücken die Tonlautstärke manipulieren. Wir haben auf der Diskantseite einen Lufthebel. Dieser Lufthebel öffnet eine große Balgklappe. Wir können uns das hier mal anschauen. Ja, wenn man da dran zieht, sozusagen an dem Hebel, da wird eine große Balgklappe geöffnet. Dadurch kann die Luft sozusagen woanders raus, nicht nur über die Tasten, über die Klavishebel, über die Stimmzungen, sondern eben irgendwo anders raus. Das brauche ich manchmal, um einfach ja, Luft zu holen. Wenn das Bandoneon sozusagen gespielt wird, dann kann es vorkommen, im Gegensatz zum Akkordeon, dass ich tatsächlich Luft nachladen muss oder auch vielleicht einfach Luft abdrücken muss. Und es ist ganz wichtig für die Leute, die im Orchester spielen und noch nicht wirklich so viel Erfahrung haben, wenn die einfach nur da sitzen und nichts mehr machen, dann sieht es komisch aus in einem Orchester. Das heißt, wenn man so ein bisschen fake-mäßig mitspielen will, damit es so aussieht, als ob, dann ist die Luftklappe ganz wichtig, weil man damit sozusagen die Luft draußen reinlassen kann und es sieht so aus, als würde man spielen. Die Luftklappe. Ja, auf der Bassseite haben wir so einen Brummkasten drauf, der dafür sorgt, dass die tiefen Töne am besten besser rauskommen, wobei es gibt auch Bandoneons ohne diese Tasten. Ja, und dann haben wir, wenn wir uns jetzt dieses mittlere Teil mal angucken, das ist natürlich das etwas kompliziertere. Das ist aber sehr, ja, relativ einfach aufgebaut. Wir werden das nachher an einem älteren Instrument sehen. Und wenn man jetzt hier auf so eine Taste drückt und dann wird sozusagen über die Taste der Klavishebel, das sind also diese Hebel, hier einfach gelagert, bewegt, öffnet hier über die Luftklappe, da ist so ein Lederfilz unten drunter, der das dann abdichtet, jeweils zu diesen Stimmstöcken den Luftzugang und dann kann der Wind entweder von unten, wenn ich das Instrument zusammendrücke, den Balg zusammendrücke, von unten nach außen strömen oder wenn ich den Balg auseinanderziehe, dann wird Luft reingezogen, dann geht sie halt hier in diese Richtung durch. Das ist also ein relativ simples Prinzip. Stimmstöcke, so nennt sich das hier unten, drauf montiert die Stimmplatten. Die Stimmplatten sind beim Bandoneon, anders als beim Akkordeon, eine große Platte, mit der viele Stimmzungen drauf befestigt sind und das Ganze ist einfach nur festgeklemmt, während wir vielleicht später mal beim Akkordeon sehen werden, dass das Ganze mit Wachs befestigt ist. Also hier sehen wir das ganz gut. Hier ist einfach so eine Lederschicht und dann werden diese Zinkplatten, das ist jetzt eine Zinkplatte, die ist etwas schwerer als die Aluminiumplatte, drauf gemacht. Und wir sehen hier auch diese Ventile und wir sehen Ventile, die noch halbwegs gut anliegen und das Ventil, das steht schon so ein bisschen ab. Das müsste vielleicht mal gewechselt werden, damit es auch seine Funktion noch erfüllen kann.
Video haben wir uns gerade angeschaut. Das haben wir auch schon gesehen. Ja, ein ganz großer Unterschied auch zum Akkordeon ist, dass ein Bandoneon wechseltönig ist. Das heißt, wenn ich eine Taste drücke und bewege den Balg zusammen, dann kommt bei den meisten Tasten ein anderer Ton raus, als wenn ich den Balg wieder auseinanderziehe. Bei einem Akkordeon, beim Piano-Akkordeon, wenn Sie da das C drücken, wie beim Klavier, kommt ein C, egal ob Sie den Balg zu- oder aufmachen. Und das beim Piano-Akkordeon nennt man gleichtönig, weil eben die Töne gleich sind in beiden Richtungen, und hier nennt man das wechseltönig. Und Bandoneons sind chromatisch. Chromatisch heißt, dass man wie auf dem Klavier eigentlich alle Töne einer Tonleiter vorhanden hat. Das vorhanden sind, es wird an den Ecken, so am Rand werden der ein oder andere Ton mal fehlen. Je nachdem, wie groß das Instrument auch ist, wie viele Tasten es hat. Aber grundsätzlich, gerade so in dem Bereich, in dem man mit dem Instrument hauptsächlich spielt, sind alle Töne vorhanden. Das Gegenteil dazu ist diatonisch. Diatonisches Instrument hat nur Töne einer bestimmten Tonart, zum Beispiel C-Dur. Eine Mundharmonika zum Beispiel ist diatonisch. Eine normale Blues-Mundharmonika, es sind nicht alle Töne drauf. Und man hat als Mundharmonikaspieler immer eine Kiste mit 12 unterschiedlich gestimmten Instrumenten, damit man sozusagen für C-Dur, G-Dur, F-Dur, für jede Tonart das passende Instrument dabei hat. Das brauche ich beim Bandoneon nicht. Das Bandoneon ist grundsätzlich chromatisch. Die Begriffe wechseltönig, gleichtönig, chromatisch und diatonisch werden manchmal sogar ein bisschen miteinander verwurstelt, weil es ganz oft so ist, dass gleichtönige Instrumente chromatisch sind, wie zum Beispiel das Piano-Akkordeon ist gleichtönig und ist chromatisch, sind alle Töne drauf, das sehe ich an der Klaviatur sozusagen, während wechseltönige Instrumente oftmals diatonisch sind. Und erstaunlicherweise findet man ganz oft, dass diese Begriffe miteinander gleichgesetzt werden, was aber nicht der Fall ist. Hier auf dem Bild sehen wir die Stimmzungen eines einchörigen Bandoneons. Einchörig heißt, dass wenn ich so eine Taste drücke, die Luft genau durch eine Stimmzunge hindurch geht. Ja? Wenn wir uns noch mal kurz zurückblättern, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass wenn wir die Klappe öffnen, dann geht es hier in diesen Stimmstock hinein und es werden sowohl links als auch rechts Stimmzungen angesprochen. Das heißt, es ist ein zweichöriges Instrument. Tango-Instrumente, also Bandoneons, die für den Tango verwendet werden, sind zweichörig. Da ist sozusagen ein Ton und das ist sozusagen der Grundton, und auf der anderen Seite ist der Ton in der Oktave. Das ist also oktaviert. Das heißt, ich habe einen spannenden Klang, der sehr relativ scharf ist. Und das ist ein einchöriges Instrument, das hört sich ja nicht wirklich nach Bandoneon an, das könnte auch eine kleine Konzertina sein, die sind in der Regel auch einchörig. Das heißt, es wird genau eine Stimmzunge angespielt. Wir hören gleich mal den Unterschied. Das sind Bilder von einem Urinstrument. So sahen die ersten, nicht Bandoneons, Konzertinas aus. Also das ist so wie gleiche Vorfahren sozusagen. Und die hatten nur 5 Tasten. Und deshalb macht auch diese Wechseltönigkeit Sinn. Also ein Knopf beim Reindrücken gibt einen Ton, beim Rausziehen einen anderen. Ich habe nur die Hälfte der Mechanik gebraucht, um 10 Töne rauszukriegen. Beim Gleichtönigen brauche ich 10 Tasten, um 10 Töne zu bekommen. Hier haben wir die Luftklappe, hier haben wir 5 Tasten. Das ist die andere Seite, auch mit 5 Tasten, so sieht das Ding innen drin aus. Der Balg ist aus Pappe. In den Ecken haben wir Ziegenleder, was dann auch im Laufe der Jahre brüchig wird und dann bei alten Instrumenten auch sehr oft Löcher kriegt. Und dann geht natürlich die Luft irgendwo raus, wo es nicht soll. Hier sehen wir die Luftklappe. Hier sehen wir die Stimmplatte mit den Stimmzungen und den Ventilen.
Hier nochmal ein Blick auf den Balg. Das ist tatsächlich, sind es einfach nur Pappgeschichten, auf die außen nochmal Papier draufgeklebt ist. Das ist jetzt die Bassseite, das sind die Stimmzungen etwas größer. Und das ist die Mechanik, die ist absolut trivial. Das heißt, wir haben hier eine Achse drin liegen, hier so ein Draht, der sozusagen als Lager dient für diese Tasten. Und da klebt einfach nur so ein Holzstück dran mit etwas Leder unten drunter, damit das Ganze abdichtet, wenn es denn auffliegt. So sieht also der Balg nochmal aus, außen Papier draufgeklebt. In der Ecke, das sind jeweils Ziegenleder, weil das ein relativ weiches Leder ist. Ups, das war jetzt eins zu viel. Nochmal zurück. Da waren wir stehen geblieben. Ziegenleder. Und hier wird dann auch nochmal was drüber geklebt, um das ein bisschen abzudichten. Entschuldigung. Ja, wie ist das Bandoneon geschichtlich einzuordnen? Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1800, irgendwann, da hat jemand diese durchschlagenden Stimmzungen erfunden. Und die waren für jemanden, der handwerklich halbwegs begabt ist, zum Beispiel Optiker, waren die herzustellen. Also jeder konnte im Prinzip diese Sachen machen. Im Gegensatz zu ein Klavier oder so, das waren Instrumente, die Musikinstrumente generell waren Instrumente für wohlhabende Leute. Und die Instrumente, die sich arme Leute oder das Volk leisten konnte, waren ja nicht so sonderlich hochwertig. Und diese durchschlagenden Stimmzungen, das war etwas, was einen relativ lauten Ton und auch einen relativ klaren Ton erzeugt hat. Und das fanden natürlich ganz viele Leute gut und haben dann angefangen und rumexperimentiert damit, preisgünstige Instrumente herzustellen. Ja, und das Bandoneon, die gehen wohl auf eine Erweiterung der Konzertina, also ein Vorgänger, da, ausgehend von diesem, was wir gerade gesehen haben, durch den Krefelder Heinrich Band zurück. Und daher der Name, also Band und das Ion, das war zu dem Zeit üblich, dass man an alle Instrumente ein Ion drangehängt hat. Und dann hat er das halt Bandoneon genannt. Die Konzertina selber, die stammen aus Chemnitz von Karl Friedrich Uhlig, seit ca. 1834. Ja, Karlsfeld und Klingenthal, das waren die Zentren der Bandoneonproduktion, also hier im Erzgebirge. Dieser Karl Friedrich Zimmermann hat da schon etwas mitgebracht und der Ernst Louis Arnold, die Familie Arnold, die haben sozusagen angefangen, Bandoneons zu produzieren. Haben sich nachher, als der Vater gestorben ist, hat der eine, der Ernst Louis, die Firma übernommen und der Alfred Arnold hat eine eigene Firma aufgemacht. Und 1933 produzierten bei Alfred Arnold 100 Arbeiter monatlich 600 Bandoneons und 85% der Produktion gingen nach Argentinien und Uruguay. Also an diese Grenzregion, wo dann auch dieser Tango entstanden ist. Interessant ist auch, wie damals diese Instrumente produziert wurden. Da ist also viel in Heimarbeit gemacht worden. Das heißt, die Bälge zum Beispiel wurden in Heimarbeit geklebt und hat dann die ganze Bude hat nach diesem Kleber gestunken. So ähnlich war das damals in vielen Bereichen der Produktion sozusagen. Die Fabrik hier unten, Ernst Louis Arnold, das Haus existiert heute noch. Da wohnt heute Robert Waldschläger drin, der hat das Haus auch saniert und wieder hergerichtet. Was hier, wenn man ein bisschen genau hinguckt, sieht man, dass das nicht wirklich ein Gebäude ist, sondern dass das reingemalt ist. Die Fabrik war etwas kleiner, stand aber auch hier hinten dran. Das Gebäude gibt es allerdings nicht mehr und die Fabrik von Alfred Arnold, die ist mittlerweile abgerissen. Die Hochzeit des Bandoneons war ca. 1900 bis 1930. Und dann, insbesondere im Zweiten Weltkrieg, ist die Nachfrage abrupt zusammengebrochen. Man muss dazu sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Handharmonika oder das Akkordeon, die es auch vorher schon gab, sehr viel leichter zu erlernen waren. Ganz viele von den
ursprünglichen Bandoneonspielern und sind natürlich auch nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Die Vereine wurden schon während des Zweiten Weltkriegs aufgelöst, die es da gab. Und naja, erst seit 1990 werden wieder Bandoneons gebaut in Berlin. Gibt es einen Bandoneonbauer in Karlsfeld, Klingenthal. In Belgien gibt es einen. Also es gibt wieder einige, die Bandoneons bauen. Gesellschaftliche Einordnung. Ja, Bandoneon-Vereine. Also erstmal, das Ganze war also ein Instrument, was einfache Leute lernen konnten und die auch nicht unbedingt Noten kannten. Das heißt, es wurde ein spezielles Griffsystem erfunden, mit dem man diese Noten lernen konnte oder diese Stücke spielen konnte. Und man hat das Ganze Bergarbeiterorgel genannt. Es gab viele Begriffe dafür. Und der erste Verein wurde 1874 in Chemnitz gegründet. Und zwischen 1890 und 1900 gab es 75 Vereine, davon in Chemnitz 15, in Leipzig 18, 1937 gab es in Leipzig 44 Bandoneonvereine. Ein Gründungshoch gab es in der Weimarer Republik. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren mehr Leute in Bandoneonvereinen organisiert als in Fußballvereinen. Muss man sich mal heute vorstellen. Das wäre eine ganz schöne Verbreitung heute. Auch in Naumburg, wo ich jetzt wohne, gab es einen Verein. Ein schönes Bild davon. Noch ein Bild. Ein Naumburger Bandoneonverein. Ja, während des Nationalsozialismus hat man die ganzen Vereine gleichgeschaltet und es kam generell zu einem Rückgang der Vereine, weil natürlich da sich auch viele Arbeiter zusammengefunden haben und man verhindern wollte, dass da die politische Diskussion irgendwie aufkam. Ja, und sind natürlich auch viele Mitglieder nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Die Spielweise. Wir haben hier ein kleines Bandoneon, das hat nur 64 Töne. Und wir sehen auf der Diskantseite, hier haben wir die Lufthebel, sehen wir, dass hier vier Töne, vier Tasten sind, fünf Tasten sind, 0, 1 bis 4. Das sind genau die fünf Tasten, die auf diesem ganz einfachen Instrument mit nur fünf Tasten auch drauf waren. Man hat die dann durchnummeriert und das auch auf das Instrument draufgeschrieben. Bei vielen sieht man es nicht mehr. Hier habe ich es mal nochmal drüber geschrieben, digital. Und auf der Bassseite das Gleiche. Und so sehen die Noten dazu aus. Das heißt, wir haben eigentlich die Melodie in der Mitte, das dient so ein bisschen, um das darzustellen. Also Radetzky-Marsch kennen Sie alle. Da 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 da. Ja, der Mais, ja, der Mais, ja, der Mais marschiert. Genau. Von Johannes Strauss. Und was wir hier sehen, sind Zahlen, die oben drüber stehen. Das ist für ein Diskant. Da drückt man bitte die Taste 7, die Taste 2 und die Taste 1. Und auf der Bassseite die 1, die 2, die 8 und die 9. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, die 1, die 2, auf der Bassseite die 1, die 2, die 8 und die 9. Das heißt, diese vier Tasten muss ich drücken, um diesen Akkord zu kriegen, der hier dazu passt. Das heißt einfach nur das Ganze nochmal wiederholen. Daran kann ich mich orientieren. Und dieses Zeichen hier oben drüber, das bedeutet auf Aufzug, den Balg auseinanderziehen. Und dieses Zeichen bedeutet den Balg wieder zusammendrücken. Also eine relativ einfache Griffschrift. Und ich muss mir also nicht merken, wo ist der Ton auf Zug und Druck, sondern ich muss mir einfach nur merken, wo ist die 11. Und dann gucke ich, muss ich nicht drücken oder ziehen und ich weiß eigentlich gar nicht, was es für Töne sind. Das war für die einfachen Leute relativ gut nachvollziehbar. Hier nochmal ein Bild von diesem alten Instrument. Hier haben wir diese Kernzone eines der ersten Instrumente und diese Kernzone bleibt im Prinzip gleich. Es wurde dann an diesem Instrument immer wieder erweitert, es kamen neue Töne hinzu, man wollte mehr spielen können und hat dann irgendwo angebaut. Kernzone selber ist aber bei allen erstaunlicherweise gleich. Das ist das typische Tango-Bandoneon. Auch hier haben wir diese Kernzone. Ein Tango-Bandoneon, das war ein bestimmtes Layout, was sozusagen die Instrumente hatten, die nach
Argentinien ausgeliefert wurden. Und das ist auch noch das, was man heute im Tango Argentino spielt. Es gab aber noch ganz viele andere Layouts, die also immer ein bisschen anders waren, weil jeder hat versucht, irgendwie das zu optimieren und so weiter und so fort. Und dann hat man sich irgendwann, wie die Deutschen das so machen, zusammengesetzt und hat ein Einheitsbandoneon mit 144 Tönen festgelegt. Und diese 144-tönigen Instrumente, das sind die, die hauptsächlich auch bei uns gespielt wurden. Die sind ein bisschen optimiert für Akkordspiel. Das heißt, auf diesen kann man leichter Akkorde spielen als zum Beispiel auf diesen 142-tönigen. Da muss man die Finger ein bisschen mehr verbiegen auf der Bassseite, wenn man da einen schönen Akkord zusammenstellen will, an manchen Stellen. Allerdings waren da in Argentinien die 142-tönigen schon sehr verbreitet. Es ist heute so, dass grundsätzlich vom Klang her sich die beiden Instrumente nicht wirklich unterscheiden, das 142 und das 144. Es ist nur so, dass das 144-tönige sehr viel mehr bei uns verwendet wurde und deshalb meistens eher so einen Akkordeonklang hat, also dreichörig ist, wir werden uns das gleich nochmal anhören, während die Argentinier immer das zweichörige spielen wollen, was diesen scharfen Klang hat. Und ja, wenn aber ein zweichöriges 144-töniges ist, dann klingt das nicht anders wie das 142-tönige auch. Ja, schauen Sie sich das da unten an. Das kennen Sie, das ist eine Klaviatur eines Klaviers und wir fangen hier mit C an. Es gibt also diese Schematik und hier unten haben wir eine Oktave und dann kommt die nächste Oktave. Die sieht genauso aus. Das heißt, wenn Sie hier unten alle meine Enden spielen können, dann können Sie das auch hier oben in einer Oktave. Das ist ein sehr schematisches Dings und sehr gut nachzuvollziehen. Das sieht beim Bandoneon etwas anders aus. Das ist jetzt mal die Diskantseite, wenn Sie öffnen. Wir fangen sozusagen mit dem tiefsten Ton an. Das ist jetzt chromatisch gedacht. Ein A, dann haben wir ein As, also ein A ist, also ein B. Dann haben wir das H, auf Deutsch H, im Englischen das B. Dann haben wir das C, dann haben wir Cis, D, Dis, E, F. Und Sie sehen, das geht kreuz und quer. Man muss das tatsächlich lernen. Und es ist halt auch so, dass wir haben hier die Oktaven dargestellt. Also das Grüne ist eine Oktave, das Gelbe ist die nächste Oktave. Und Sie sehen, da wiederholt sich nichts. Das heißt, Sie müssen diese ganze Struktur von links bis rechts, oder natürlich der Bereich, der hier abgedeckt wird, müssen Sie tatsächlich lernen und verinnerlichen. Also diesen Lauf, wie die Finger zu bewegen sind. Für jede Oktav. Das Blaue zum Beispiel, die hohe Oktav, Sie sehen auch nochmal ganz anders. Das ist, wenn Sie rechts öffnen. Wenn Sie rechts schließen, dann sieht das Ganze nochmal anders aus. Da liegen die Töne also auch wieder woanders. Ein Teil der Töne liegt an der gleichen Stelle, A, As, A ist B, das liegt an der gleichen Stelle, aber das C zum Beispiel lag vorher hier, das Cis lag hier oben. Also ein ganz anderer Weg. Das heißt, Sie lernen nicht nur diese ganze Strecke auf Zug in eine Richtung, auf Druck müssen Sie einen anderen Weg lernen für jede Oktave. Und das Ganze auf der Bassseite nochmal. Wir haben links öffnen, hier ist das C, D, dann geht es hoch nach dem Dis, E, F, Fis, G. Also Sie sehen, hier sind relativ lange Wege zurückzulegen. Beim Öffnen und beim Schließen sieht es nochmal anders aus. Das heißt, Sie haben tatsächlich vier unterschiedliche Systeme quasi und die in sich noch nicht mal sich irgendwie wiederholen. Irgendein Argentinier hat gesagt, man kann das Bandoneon nur spielen, wenn man vollkommen konzentriert ist oder vollkommen besoffen. Naja. Hier mal eine Klangprobe. Ich hoffe, das kommt jetzt im Video so richtig so rüber. Wir sehen hier ein einchöriges Instrument, das heißt, wenn ich hier einen Ton höre, dann ist es genau eine Stimmzunge. Wir haben dann als nächstes ein zweichöriges Instrument. Sie sehen, bei diesem Stimmstock ist nur eine aufgemacht, die andere liegt flach, aber es werden sozusagen unten drunter durch das Ventil sozusagen diese beiden jeweils angesprochen
Und dann haben wir hier ein dreichöriges. Wir sehen, auf dem Stimmstock sind vorne und hinten Stimmplatten drauf und diese dritte hier auch noch. Und da ist es so, dass zwar auch einmal die Oktave drin ist und zum anderen aber diese beiden Stimmplatten zum Beispiel eigentlich genau den gleichen Ton wiedergeben. Und wenn Sie mal eine Gitarre gestimmt haben, dann kennen Sie das, wenn ich versuche, eine Gitarre zu stimmen, eine Saite nach der anderen Saite, dann höre ich sozusagen die Schwebung, wenn ich so langsam an den Ton rankomme. Und wenn er genau stimmt, dann habe ich keine Schwebung mehr. Und diese Schwebung ist aber hier gewollt. Das heißt, ich stimme das Instrument so, dass der eine Ton knapp neben dem anderen liegt und dann sich ein Schwebeton ergibt. Und das ist dieses ganz typische Akkordeonmäßige. Das werden wir hören, dass hier so eine Schwebung drüber liegt. Versuchen Sie das mal im Gegensatz gerade zu diesem Zweikörigen. Und das ist so das typische Volksmusikmäßige. Also erstmal einkörig. Hört sich ein bisschen an wie ein Sinusgenerator. Also ein ganz genauer Ton. Jetzt im Gegensatz dazu zweichörig. Der Ton ist sehr scharf, sehr prägnant, dadurch, dass ein Ton und die Oktave dazu kommen. Und jetzt hören wir uns mal das mit dem Schwebeton an, dreichörig. Das ist typisch Akkordeonmäßige. Und das ist nicht das, was verwendet wird beim Tango. Da will ich das Zweikörige haben. Ja, warum Bandoneon? Zum ersten Mal, warum Handzuginstrumente, wenn ich ein Instrument lernen will? Erstens, ich kann mehrstimmig spielen. Wenn Sie also ein Instrument spielen wie Posaune, oder Sie spielen ein Instrument wie Querflöte, Blockflöte, dann ja, spielen Sie eine einzige Stimme und Sie können sich nicht nebenbei begleiten. Das ist immer so ein bisschen einsam. Schön, wenn Sie einen Gitarristen dazu haben und Sie werden begleitet von einem Gitarristen, dann macht das wieder Spaß. Mit einem Handzuginstrument können Sie sich selber begleiten. Das heißt, ich habe auf der einen Seite Melodie spiele, ich kann auf der anderen Seite mich harmonisch begleiten. Und ich habe eine sehr dynamische Tongestaltung. Klavier, überlegen Sie nur kurz, wenn ich ein Klavier die Taste anschlage, dann erzeuge ich in dem Moment den Ton. Und wie der Ton erzeugt wird, hängt davon ab, wie ich die Taste anschlage. Aber danach habe ich nur noch die Möglichkeit, den Ton abzudämmen. Aber den Verlauf des Tons als solches zum Beispiel nochmal ansteigen zu lassen, das geht nicht. Das kann ich bei einer Geige, das kann ich bei Bläsern und das kann ich auch bei den Handzuginstrumenten. Durch die Variation des Balges, durch den Druck, habe ich also sehr viele Modulationsmöglichkeiten. Das gilt für alle Handzuginstrumente. Warum Bandoneon oder auch Konzertina? Ich habe auf beiden Seiten Einzeltöne, das heißt, ich kann auch Melodien im Bassbereich spielen, wie auf dem Klavier, was im Akkordeon nicht geht, jedenfalls nicht im Standardakkordeon. Und im Gegensatz zu einem Akkordeon, was ich mir umhänge, habe ich hier die Möglichkeit, die Balgarbeit mit beiden Händen zu machen. Bei einem Akkordeon habe ich die Hand fest und hier bewege ich den Balg. Und beim Bandoneon bewegen sich beide Hände. Das heißt, ich habe hier sehr viel mehr Möglichkeiten. Auch das Luftvolumen ist unter Umständen ein anderes. Deshalb macht Bandoneon relativ viel Spaß, obwohl es so kompliziert ist. Ja, das Bandoneon kennen viele als Instrument von Astor Piazzolla. Ich weiß nicht, ob der Ihnen im Begriff ist, Astor Piazzolla. Ist ein Argentinier Bandoneonspieler und Komponisten. Und er hat eben eine klassische Ausbildung auch gehabt und wollte irgendwas machen. Und als er dann irgendwie in Paris war bei einer Professorin, hat die ihm gesagt, warum er nicht sein Instrument nimmt, was er von Kind auf an gelernt hat, diesen klassischen Tango zu machen und macht da was draus. Und er hat eine neue Art von Tango entwickelt, den Tango Nuevo und
Viele kennen vom Tango Argentino Stücke von ihm, die eigentlich gar nicht so das typische Tango Argentino sind, sondern eher ja, das modernere. Er wurde am Anfang auch sehr angefeindet deshalb, weil ja, Tango ist halt Kulturerbe in Argentinien und wehe, sie ändern da was. Ja. Ich möchte Ihnen das mal im Vergleich zeigen hier. Schauen Sie sich dieses Video an. Auch da ist wieder der Link unten. Aníbal Troilo, ein begnadeter Bandoneonspieler, hier mit seinem Orchester, Quejas de Bandoneon. Ein ganz typischer Tango. Auch hier wieder keine Rhythmusgruppe dabei. Alles kommt sozusagen vom Bandoneon. Danach kommen Sie wieder zurück. So, Sie sind wieder da. Der Tango Nuevo, also Astor Piazzolla hat angefangen, sozusagen sich den Tango zu nehmen und hat dann Dinge reingemacht, die man eben nicht hatte. Zum Beispiel, er hat Harmonien reingebracht, die sozusagen eher aus dem Jazz kamen oder andere musikalische Stilrichtungen. Er hat dann wieder Rhythmusgruppe, Percussion-Instrumente reingebracht, hat den Rhythmus verändert. Diese Musik ist nur bedingt tanzbar. Für ein Tango Argentino, also nicht wirklich so ganz gut geeignet und ist eigentlich mehr Musik zum Hören. Hören Sie selber mal rein. Der Lieber Tango ist einer der bekanntesten Tangos auch überhaupt. Hier 1977 gespielt. Der Link steht jetzt hier nicht drin, aber unten finden Sie ihn. Und dann kommen Sie wieder. Noch ein Stück von Astor Piazzolla, Oblivion, ein sehr, sehr schönes Stück, sehr bekannt. Hier mit einem Bandoneonisten, Mario Stefano Pietrodacci, der allerdings ein eher untypisches Bandoneon spielt. Es ist ein gleichtöniges Bandoneon tatsächlich, auch die wurden gebaut. Das heißt, auf Zug und Druck kommen hier gleiche Töne. Das Feld wird Ihnen aber so nicht auffallen. Schauen Sie ihn sich an. Mir gefällt einfach die Bewegung dieses Menschen. Ich denke mal, Sie werden da auch schmunzeln. Ja, und zum Ende möchte ich Ihnen noch eine CD empfehlen, die wir an der Hochschule produziert haben. Das ist eine CD, die musikalisch und auch hörspielmäßig die Geschichte des Bandoneons erzählt. Von Tango Amoratado, sozusagen Jürgen Carter am Bandoneon und Fabian Glenzke am Piano und als Sprecher. Sehr schön gemacht mit der unterschiedlichen Musik auch, die es zum Bandoneon, die zum Bandoneon gehört. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Einheit. Dankeschön.